Na, Männer, alles klar. Jawohl, Ja, eine Feindfahrt mit Höhen und Tiefen bislang. Schöne Erfolge dabei gewesen, auch ein bisschen was versenkt allerdings. In der letzten Folge ging es dann doch ein bisschen drunter und drüber und dann eben auch vor allem nach unten. Wir liegen auf Meeresgrund auf ca. 130, 140 Meter Tiefe und haben jede Menge Wasser im Boot. Und das gilt es jetzt natürlich nach draußen zu befördern. Natürlich auf der Tiefe ist die Effektivität oder die Leistung der Pumpe extrem reduziert. Das heißt, es ist einfach jetzt eine langwierige Geschichte. Ich habe aber schon so einiges rausgepumpt. Also wir waren schon über 40, jetzt sind wir unter 30. Und ich habe halt die Mannschaft auch dazu angehalten, jetzt also einfach mal so Abteil für Abteil irgendwie leer zu machen. Alles schön in die Zentrale von der Zentrale Außenboards. Hier drüben haben wir schon das Ganze ein bisschen trockenlegen können, damit wir hier auch das Horchgerät wieder nutzen können. Und jetzt müssen wir einfach zusehen, dass wir hier wieder rauskommen. Ich meine, den Konvoi, den werden wir, glaube ich, nicht mehr weiter unter Feuer nehmen können. Dafür, also wir haben eh nur noch die Bordkanone übrig und ihr habt ja gesehen in der letzten Folge, wo das hingeführt hat. Schau, Und Merkel. dummerweise ist hier halt auch noch ein Zerstörer unterwegs. Allerdings, der macht mir jetzt am wenigsten Sorgen, weil ich glaube einfach dadurch, dass wir jetzt auf dem Meeresgrund liegen, hoffe ich zumindest mal, wird der uns nicht exakt anpeilen. Gut, dass wir jetzt den Horch auf jeden Fall aktuell einsetzen können, nachdem ich das Abteil frei bekommen habe. Und jetzt heißt es einfach ein bisschen abwarten hier. Kann ich mit ihm eigentlich, kann, bringt das was, wenn ich den jetzt an den Kartentisch setze? Ich hoffe es mal. Okay, schauen wir mal ins Boot. Lenzpumpe läuft auf Hochtouren. Jetzt sind wir schon bei 23,3. Das ist natürlich, das ist schon gut. Und wir haben das Boot, glaube ich, weitestgehend trockengelegt. Da ist noch ein bisschen was drin. Zentrale ist natürlich gut voll, aber es soll ja auch so sein. Soll ja alles erstmal in die Zentrale kommen. Hier vorne, also, oder beziehungsweise, ja doch, hier vorne müssen wir noch leer machen. Können wir eigentlich auch direkt damit beginnen. Okay, also ich bin erstmal guter Dinge. Das hätte auch echt massiv ins Auge gehen können. Also wenn das Meer hier tiefer wäre, dann wären wir weg vom Fenster. Aber dadurch, dass wir tatsächlich, also auf knapp, wie tief sind wir da? Knapp 140 Meter. Ja, 130. Dass wir jetzt hier einfach liegen. Das ist, glaube ich, noch alles noch machbar. Vom Wasserdruck her werden wir jetzt keinen weiteren Wassereinbruch bekommen. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal ein bisschen schneller laufen. Schauen hier mal rein. Ja, es halt, dauert halt jetzt ein bisschen, ne? Aber das wird schon funktionieren. Das wird schon funktionieren. Muss man jetzt einfach ein bisschen Geduld haben. Sauerstoffgehalt ist auch alles noch gut und wir haben ja auch noch Kaliumabsorber. Also ich denke, da haben wir noch Zeit. Ich werde jedes Mal nervös, wenn hier so eine rote Meldung reinkommt. Aber das ist ja aktuell egal. Wir brauchen jetzt die Motoren nicht. Ich denke, wir können das aussitzen. Was? Ist der auf Seerohrtiefe gegangen? Was soll denn die Scheiße? Nein. Ja, wobei. Egal. Zu Befehl. Wenn wir schon oben sind, kleine Fahrt voraus, langsame Fahrt voraus, bloß hier weg. Der ist halt immer noch auf der Suche, der verdammte Zerstörer. Sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Und dann irgendwie nach Kiel uns durchschlagen, ohne Torpedos. Moment mal, Maschine ist gar nicht bemannt, oder? Kann das sein? Moment mal. Hier ist die E-Maschine. Elektromotoren. So. Hier muss das Wasser auch raus. Jetzt ist natürlich die Lenzpumpe auch An die Station. ordentlich effektiv. Haben wir hier vorne auch noch Wasser drin? Also ich glaube, wir haben es tatsächlich fast ganz rausbekommen. Jetzt gehen wir nochmal einen Blick an die Oberfläche. Ich würde aber schon ganz gerne. Wir gehen nochmal tiefer, das ist viel zu riskant. Zumindest so, dass wir nicht mehr zu sehen sind. Viel zu riskant hier. Kurs auf diese Koordinaten Und bloß weg setzen. hier.
Bestätigt. Herr Aloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Na, hat er uns? Erledigt. Schaden repariert. Wir haben immer noch Schäden. Die werden mir hier nicht angezeigt. Warum nicht? Wir haben immer noch irgendwo Schäden. Kann das sein, dass die E-Maschine im Eimer ist? Kann das wirklich sein? Ich kann die nicht bemannen. Sehe ich das richtig? Ich kann die E-Maschine nicht bemannen. Ich setze auf jeden Fall jetzt hier einen an die Tiefensteuerung. Oder haben wir... Batterie? Batterie ist noch gut. Ha. 20 Meter. Interessant. Was macht der Zerstörer? Entfernt sich auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, was ist denn mit den Schäden? Was ist mit der E-Maschine? Wenn ich da jetzt hinlaufe, sehe ich das. Kann ich das erkennen? Gerät ist ausgeschaltet. Ach, weil ich glaube, weil ich die Abteilung hier einfach... Weil ich die dicht gemacht habe, oder? Kann das sein? Moment. Ich schätze mal, daran wird es liegen, oder? Ah, natürlich. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. So, E-Maschine ist besetzt. Und wir machen wieder Fahrt. Jetzt hoffen wir mal, dass er das hier nicht mitkriegt hier. Der ist... Ja, okay, 3 Kilometer entfernt. Wir müssen hier auf jeden Fall auf direktem Wege weg. Den Konvoi, da können wir einfach nichts mehr ausrichten. Und wir haben ja durchaus ein bisschen Schaden verursacht. So ist es ja nicht. Das ist natürlich verlockend. Aber wir haben sie schon... Wir haben sie ein bisschen dezimiert und... Weil BDU weiß Bescheid. Wir haben gefunkt. Bestätigt. Ventilation einmal an. Wie spät haben wir es? Früh am Morgen. Noch relativ früh am Morgen. Ja, sehen wir zu, dass wir hier erstmal so ein bisschen wegkommen. Und anschließend... Ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja, bin ein bisschen aufgehalten worden auf dem Weg nach Kiel. Haben wir hier noch einen Schnellreisepunkt irgendwo? Nee, ne? Also müssen wir jetzt tatsächlich einmal rumschippern. Jammelkanal, ja, wir halt der direkte Weg. Ah, ist mir fast zu riskant. Und vielleicht kriegen wir ja nochmal irgendwie einen Einzelfahrer oder so. Den wir mit der Bordkanone ausschalten können. Okay, wir bleiben noch ein bisschen getaucht. Legen Sie den Kurs an. Jawohl, Herr Kaloy. Sieh mal zu, dass wir hier wegkommen. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ventilation aus. Haargenau ist am Kartentisch. Hier unten hätte man noch eine kleine Gruppe. Aber ich will erstmal irgendwie so grob in die Richtung kommen. Erstmal weg hier. Kurs setzen. Jawohl. Mal ungefähr auf Kurs. Ich habe eine große Gruppe denke, festgestellt. Ja, ich lasse das jetzt alles links liegen. Also wir sind, da können wir nichts mehr ausrichten. Wir tauchen auf. Wir müssen auch mal ein bisschen Frischluft reinlassen. Hui. Ja, war nochmal einiges dabei. Nochmal auf Grund abgesackt. Doch ein bisschen kritisch gewesen, die Situation. Bisschen Tonnage haben wir auch mitgenommen. Wir können mal funken an der Stelle. So, wird's bald. Na? Umschalten auf Dieselmotoren. Wechseln auf Dieselmotor! So. Ich würde sagen, wir sind aufgetaucht. Okay. Brücke ist Kapitän. Bemannt. Oh, super schöner Sternenhimmel. Ja, dass wir den nochmal zu sehen bekommen haben, ist nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Okay, hier werden jetzt auch nochmal ein paar Reparaturen vorgenommen, die unter Wasser nicht durchgeführt werden konnten. Hier ist doch noch einiges im Eimer.
Komisch, dass mir das nicht angezeigt wird. Normalerweise werden ja alle Beschädigungen rechts unten angezeigt. Das wundert mich ein bisschen. Also halt, ja, auf der rechten Seite. Ja, aber die kümmern sich ja zum Glück automatisch darum. Kreiselkompass an. Der Turm hat auch einiges abbekommen. Ja, cool. Cool, cool, cool. Ja, ich würde sagen, unser Schlitten ist werftreif. Na gut. Eine Sache muss ich gerade noch erledigen, bevor es weitergeht. Und zwar... Na komm. Einmal kurz in der Kombüse vorbei. Und dann muss ich da auch nochmal... Für kleine Kommandanten. Kombüse sagt... Alles gut. Wunderbar. Wir sind ja auch grundsätzlich, wir sind da noch gar nicht so lange unterwegs. Na gut, geht gleich weiter. Deutlich besser. Also, Bestandsaufnahme. Schauen wir uns das Ganze doch mal ein bisschen an. Es ist, also, ich habe es ja gerade schon gesagt, seltsam das mit den Reparaturen, dass mir hier nichts angezeigt wird. Die sind aber sind auf jeden Fall immer noch dabei. Hier der Kollege Wächter. Naja. Wir bleiben mal über Wasser. Kommandant hat sich ans Uzo begeben. Und dann sehen wir mal zu, dass wir die Insel hier irgendwie umschippert bekommen. Wenn wir ganz viel Glück haben, geht nochmal was her. Was wir vielleicht mit der Bordkanone dann... Stopp, stopp, stopp. Was haben wir denn hier? Kleine Gruppe. Ist das ein U-Boot? Den schauen wir uns natürlich an. Jawohl. Den schauen wir uns an. Wenn wir ganz viel Glück haben, ist es ein Einzelfahrer. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Sollen wir schnell horchen? Wir gehen schnell horchen. Oder? Ah, wir haben schon Sichtkontakt. Sind wir schon so nah dran? Was haben wir denn? Kondensstreifen, scheiße. Das wird ein U-Boot sein, oder? Der gerade angegriffen wird, kann das sein? Ja, mit dem Flugzeug brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr anlegen. Es ist auch noch nachts. Ich würde eher die Gelegenheit nutzen. Oder? Was haben wir denn da? Was ist das denn? Langsam, langsam, langsam. Wen haben wir denn hier? Fährt der vor uns weg? Verstehe ich gerade nicht so ganz, was hier passiert. Sichtkontakt, kleine Gruppe. Wir kriegen aber nichts zu sehen. Okay. Ist es vielleicht ein U-Boot, das gerade getaucht ist? Kann das sein? Den müssten wir schon längst sehen. Ich denke mal, das ist ein getauchtes Boot. Wir tauchen auch. Auf Seerohrtiefe gehen. Einfach, um mal kurz zu hören. Und wir hören nichts. Alle Maschinen stopp. Kreiselkompass aus. Nichts zu hören. Doch, deutsches U-Boot, natürlich. Okay. Da können wir jetzt auch nicht viel machen. Bringt uns aktuell nichts, deswegen begeben wir uns wie befohlen zum Hafen von Kiel. Wir tauchen wieder auf. Beziehungsweise ist eigentlich auch Blödsinn, oder? Wir schnorcheln jetzt einfach. Macht viel mehr Sinn. Schnorchel, Kreiselkompass. Schaut's mit den Druckluftreserven aus. Hä? Wird mir hier auch nicht angezeigt. Dann müssten sie wahrscheinlich voll sein, oder? Ich lasse trotzdem mal den Dieselkompressor laufen. Sei es drum. Dieselmaschinen an. Und wir gehen auf große Fahrt. Da wird der Schnorchel aufgerichtet. Schön zu erkennen. Schiffsschrauben, Herr Galoy.
Dieselmaschinen springen an. Okay, Kartenübersicht. So, der fährt jetzt mit uns mit hier. Der Kollege. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zeit für eine Pause. Okay, wir setzen mal Kurs. Im Dienst. Jetzt sind wir natürlich so nah an dem dran. Okay, jetzt hat es sich gelöst, dass wir nicht in den Schnellreisemodus kommen. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, wie kommen wir denn überhaupt nach Kiel? Ich war da ewig nicht mehr. Okay, hier müssen wir durch den Skagerrak durch, oder? Hier gäbe es zwar auch diesen Kanal, aber wie man sehen kann, sieht man nichts. Also den kann man noch nicht benutzen. Das wäre natürlich schon auch mal ganz gut, wenn sie das noch irgendwie mit einbauen würden, den Kanal, dass wir den durchschippern könnten und idealerweise vielleicht sogar mit Schnellreisepunkten versehen. Große Gruppe. Ja, da können wir uns jetzt auch getrost von fernhalten. Schade eigentlich. Es gäbe schon noch was zu tun für uns, aber das müssen wir alles links liegen lassen. Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Sehr wohl, Herr Kaloy. Okay, die könnten wir uns noch anschauen, oder? 3 bis 7? Bestätigt. Ja, da kommen wir gar nicht mehr hinterher. Oder? Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Wir schauen mal. Wenn sie bewaffnet sind, haben wir natürlich ein Problem. Wenn sie unbewaffnet sind, könnten wir vielleicht noch was reißen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Sind schnell auf jeden Fall. Ich habe eine große Gruppe von Schiffen. Mann, ist hier viel los. Vermutlich ein Geleitzug. Sehr wohl, Herr Kaloy. Schauen wir mal, ob wir nochmal rankommen hier. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Na? Zeit zu horchen. Ach, wir sind ja auf Seerohrtiefe. Moment, da müssen wir eigentlich nur mal kurz die Maschinen hier stoppen. Und dann wäre es natürlich noch hilfreich, wenn einer von den Kollegen hier mal in den Heuchraum gehen würde. Ja, wobei, er ist nicht ausgeschlafen, er ist ausgeschlafen. Den setzen wir an. Das Horchgerät. Na? Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Die müssten doch so nah dran sein. Herr Kaloy, ich habe eine hier drüben. Gruppe von Schiffen festgestellt. Okay, hinterher. Herr Kaloy. Beide Maschinen AK. Legen Sie den Kurs an. Interessant. Jawohl. Hier ist auch nochmal so ein kleines Inselchen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Ah, das sind gar nicht die von gerade eben, oder? 3 bis 7 sind das nicht normalerweise Kriegsschiffe. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen ambitioniert. Kurs setzen. Jawohl. Die sind auch so schnell, ich glaube, das sind Kriegsschiffe. 3 bis 7, das waren bislang immer Kriegsschiffe. Ne, Leute, nicht mit mir, sorry. Jawohl. Das macht keinen Sinn. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Kleine Gruppe, das... Ah, was ist denn hier los? Wird auch wieder ein U-Boot sein, oder? Es sind halt fast immer U-Boote, die kleinen Gruppen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sind ganz, ganz selten Einzelfahrer, also im Sinne von Frachtern. Na, wen haben wir denn da? Ein getauchtes U-Boot? Der müsste ja längst in Sichtweite sein. Das wird auch wieder ein U-Boot sein, ja. Klar, was soll es sonst sein? Wenn wir den nicht sehen, ist es ein getauchtes U-Boot. Ah, hier steht es ja auch schon. Klicke, um Verbündete zu treffen. Okay. Sehr wohl, Herr Kaloy. Eigentlich will ich mich jetzt auch gar nicht mehr aufhalten lassen. Aber es ist natürlich schwierig. Bei so viel Betrieb. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Okay. Ich versuche das jetzt mal fokussiert zu Ende zu bringen. Ei, ei, Herr Kaloy. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe. 7 bis 15 ist zu viel. Wir kommen da jetzt auch noch direkt dran. gut, also wenn wir einen Sichtkontakt bekommen würden, einen ganz vorsichtigen, dann könnten wir natürlich zumindest noch funken. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Aber die sind nicht mehr, da lassen wir uns auf keine Spielchen mehr ein, Leute. Der Schlitten ist werftreif und wir müssen nach Kiel. Zeit für eine Pause. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Legen Sie den Kurs an.
Also gut, fast geschafft. Wir befinden uns bereits im Skagerrak. Und werden es nochmal auf der Brücke sehen lassen. Mal auf normales Licht umschalten. Wir werden nochmal ein bisschen durchlenzen hier. So. Ah. Bestes Wetter. Schnorchel kann man auch wieder einfahren. Und ich denke mal, wir sind jetzt auch so langsam aber sicher hier raus aus der Nummer. Also auf der sicheren Seite. Hier sollten wir wohl nicht mehr mit Luftangriffen oder dem oder dergleichen zu rechnen haben. Luftangriffe bin ich übrigens mal sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also das wurde ja schon angekündigt, dass sie da was in der Pipeline haben. Ich weiß nur nicht, ob das auch schon in der nächsten Version mit dabei sein wird. Also Luftangriffe auf die eigenen Häfen. Ja, die Screenshots sahen schon recht vielversprechend aus. Bin sehr gespannt auf die 129. Also ich glaube, da wird schon einiges drin stecken. Ah. Sieht schon nicht schlecht aus, ne? Mit den Einschlägen hier, mit den etwas stärkeren Gebrauchsspuren. Also wenn wir den noch verhökern wollen, müssen wir uns preislich ein bisschen was überlegen. So, sieht man die Küste jetzt? Ist halt zu dunkel, ne? Ah doch, da drüben. Boah, so lange in La Rochelle gewesen. So viele Monate. Endlich mal wieder Heimatboden betreten. Kriegt man auch viel zu selten zu sehen. Ach schön, also schon nett gemacht. Okay. Wir können hier nochmal die Flagge hissen. Ja, wär sicherlich ein bisschen mehr drin gewesen. Mea culpa. Ich nehme jegliche Verantwortung natürlich auf mich. Bin ja auch der Kommandant. Aber so schlecht war es unterm Strich, glaube ich, auch nicht. Bisschen Tonnage haben wir noch gemacht. So, jetzt sehen wir zu, dass wir von der Küste wegkommen, damit wir wieder in den Schnellreisemodus gehen können. Dann werden wir uns hier so ein bisschen durchschlängeln. Und Kiel ist dann ja hier unten. War ich überhaupt schon mal in Kiel? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich nicht das letzte Mal in Wilhelmshaven war. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schauen wir mal. Ja, wahrscheinlich war ich schon mal irgendwann in Kiel. Die meisten Sachen habe ich mir ja schon angesehen. Und ich glaube, also wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, also Kiel war eigentlich beim letzten Besuch auch schon ganz ordentlich ausmodelliert, nett anzusehen. Und gerade für die Hafenanlagen haben sie ja vor nicht allzu langer Zeit nochmal einen weiteren Entwickler eingestellt, der sich nur offenbar darum kümmern soll. Deswegen bin ich da auch mal sehr, sehr gespannt, was da noch alles kommt. Ich meine, da muss noch was kommen, ne? Keine Frage. Sonst kann man das einfach nicht. Also diverse Häfen haben wir uns ja angeschaut. Konnte man jetzt nicht als Häfen bezeichnen. Manchmal war es auch einfach nur so ein kleiner Klotz. Und das ist natürlich dann auch weit entfernt von einem fertigen Spiel. Aber das wird alles noch. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Sonst hätten sie ja keinen Entwickler nur dafür eingestellt. Ja, Moment mal. Ich war, glaube ich, noch nicht in Kiel. Wilhelmshaven, kann man das erkennen, wenn man hier jetzt ganz ranzoomt? Weil das war schon relativ umfangreich gebaut, aber ich glaube, das erkennt man jetzt hier nicht, oder? Nee. Auch mit so Schleusenzugängen so. Schauen wir mal, aber ich glaube, davon haben wir hier nichts, oder? Ich glaube, war ich echt noch nicht in Kiel, kann das sein? So müde. So, schauen wir mal. Norddeutschland, mein Vieh. Ein Bayer in Kiel. Beste Verhältnisse heute. Ja, schön. Ein paar Außenaufnahmen einfangen hier. So,
ein Abschlussfoto der ganzen Geschichte hier. Ja, ein bisschen wehmütig bin ich gerade schon. Aber es wird ja, also wie gesagt, ich habe es ja neulich erst erwähnt, es wird keine allzu lange Pause werden. Und das reale Leben hat eben nun mal aktuell ein bisschen mehr Vorrang als das virtuelle Kommandantendasein hier. So, schauen wir mal, dass wir hier andocken. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Also ich war vor ganz, ganz langer Zeit mal in Kiel, also irgendwann in meiner Kindheit, muss in den 80er Jahren gewesen sein, ich kann mich nicht mehr erinnern. Am Hafen waren wir ganz bestimmt. Aber ob das hier der so einem realen Nachbau entspricht aus dem Jahre 42, weiß ich gar nicht. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich rein? Ist egal, in welche Schleuse wir rein oder in welche, wie sagt man denn, Haltebucht, in welches Dock. Ah, wir sind schon angedockt, okay. Ja, schauen wir doch mal. Schauen wir uns noch kurz den Hafen an. Posten verlassen. Und da bin ich mal gespannt, ob es vielleicht sogar abschließend noch zum Eichenlaub mit Schwertern oder wie auch immer gereicht hat. Ich glaube, das ist das gleiche Hafenmodell wie, war das nicht in La Spezia? Ich glaube, es sieht schon sehr danach aus, ehrlich gesagt. So. Home sweet home. Endlich wieder Heimatboden unter den Füßen, Männer. So, dann schauen wir mal. Wo ist der Hafenoffizier? Wahrscheinlich da drüben irgendwo, oder? Ein bisschen ungünstig eingeparkt hier. Muss ich jetzt doch ein bisschen weiter laufen. Ja, aber schon nett gemacht. Auch mit den Eisenbahnschienen hier. So. Das wird er wohl sein hier, oder? Dann schauen wir doch mal, was der BDU zu sagen hat, ob sie zufrieden mit unserer Leistung sind. Ich meine, im Grunde, wir sind ja sowieso voll ins Blaue gefahren. Wir hatten keinen konkreten Befehl, außer hier hinzuschippern und haben auf dem Weg doch noch ein bisschen Tonnage mitgenommen. Unzufrieden können sie eigentlich fast nicht sein. Ach, das ist der Rekrutierungsoffizier. So, wo haben wir hier den Hafen-Heini? Hafenoffizier, der Leitende? Ist er damit gemeint, oder? Sehr gut, willkommen in unserer Flottille. Der hat uns also direkt in seine Herde aufgenommen. Schauen wir doch mal. Eisernes Kreuz zweiter Klasse hat der Wächter bekommen. Und wie schaut's aus? Ritterkreuz mit Eichenlaub und gekreuzten Schwertern. Gekreuzte Schwerter auf dem Ritterkreuz sind die nächste Ergänzung zum Ritterkreuz, die für Empfänger von Eichenblättern bestimmt sind. Es ist eine sehr respektable Dekoration und nur wenige Offiziere der Kriegsmarine erhielten es. Ja, ausgezeichnet. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss hier. Hätte noch ein bisschen mehr sein können, ne? Da gibt es ja noch allen möglichen Unfug hier. Gekreuzte Schwerter, Diamanten, tralala. Schauen wir nochmal. Was haben wir versenkt? Das ist eigentlich das Einzige, was mich jetzt noch wirklich interessiert. Immerhin für den Abschluss jetzt hier noch 34.633 Bruttoregistertonnen in knapp 2 Wochen. C3. Die ganzen Korvetten, nochmal ein C3. Tanker. Ja. Wie gesagt, wäre noch mehr drin gewesen, wenn ich irgendwie ein bisschen fokussierter zu Werke gegangen wäre, keine Frage. Aber na gut, auf Wiedersehen. Das soll es dann auch gewesen sein an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich für eure, wie sagt man, für euer Verständnis. Real Life geht eben vor, deswegen wird es jetzt vor aller Voraussicht nach nochmal eine kleinere Pause geben und irgendwann entweder direkt zu Beginn der B129 oder halt relativ kurz danach wird es dann auch hier wieder regelmäßig weitergehen, wie ihr das gewohnt seid, jedes Wochenende 2 Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Bis bald.